Ja, hallo liebe Freunde von Game Dev Tycoon hier bei mir auf meinem Kanal und willkommen hier 2014. Ja, es geht weiter hier mit Swagger Games. Christine Stunde Sport gleich Doppelmord verkauft sich okay. Und ich habe eine ganz coole Idee jetzt, da wir uns im Jahr 2014 hier wiedersehen zur ersten Folge im neuen Jahr, gibt es hier ein kleines Game Dev Tycoon, wir nennen es mal Special. Und zwar machen wir ein AAA-Spiel. Und zwar eine Lebenssimulation, Lebens-Action-Simulation möchte ich eigentlich ganz gerne machen. Habe ich Leben noch nicht erforscht? Was ist denn das? Ich habe Leben noch nicht erforscht. Was soll denn das? Hallo? Ach, da. Wollte doch schon sagen. Wo ist denn das hin? Eine Lebens-Action-Simulation. Und zwar für die Plattform Swag Sole. PC und für die F-Konsole, so, okay. Mit der Swag Pornös und das Spiel heißt 2014, das Spiel zum Jahr. Ach, was für ein geiles Spiel, was für eine super Idee. Und los, damit geht's, ein 3D-Grafik-V7-Spiel. So, 2014, das Spiel zum Jahr, eine Action-Lebenssimulation. Die völlig trendlos erscheint. Ja, liebe Leute, da könnt ihr auch nämlich direkt mal erzählen, was eigentlich so bei euch dieses Jahr Silvester los war. Das könnt ihr mit in die Kommentare schreiben. Ich muss mal sagen, schon über 10 Millionen Einheiten von Christine verkauft. Sehr schön. Bei mir war es dieses Jahr irgendwie total langweilig. Ich habe zwar meine Gäste da gehabt und es war auch zwar alles cool und so, aber es war ganz schnell Mitternacht. Dann waren wir irgendwie 2 Stunden lang knallen draußen. Also, ich bin ja persönlich jetzt nicht so der Böller-Fan, aber ich sag mal, Simulation ist das auf jeden Fall okay. Gameplay soll dann auch ganz hoch sein, vielleicht noch über Engine. Aber ich muss persönlich sagen, dass ich eben nicht so der Fan davon bin, so Knaller kaufen, anzünden, Puff machen. Nee, überhaupt nicht mehr. Das war so früher, als ich noch ein bisschen jünger war. Da war Knaller wirklich so mein absoluter Favorite zu Silvester. Mittlerweile dann doch sowas wie Fontänen, Raketen, alles, was irgendwie Lichter macht. Aber was ich halt hasse, sind auch diese Böller-Kids mittlerweile, die in die Straßenbahn einen Böller reinschmeißen, die Briefkästen zersprengen oder. Das ist halt alles so super peinlich und man will den Leuten am liebsten mal so richtig die Fresse einschlagen. Irgendwie kommt jetzt hier auch gerade ein komischer Ton. Ich weiß nicht, woher. Ich hoffe nicht aus meinem Telefon. Mal lieber schnell mal das Telefon auf lautlos stellen. Ja, Christine wurde vom Markt genommen. 11 Millionen Einheiten. 200 Millionen eingenommen. Sehr gut. Ja, 2014, das Jahr zum Spiel. Sieht bis jetzt auch ganz gut aus. Ich zapp mal schnell rüber in die Entwicklungsabteilung. Die sollen mir nämlich schnell mal eine Marketingkampagne zurecht entwickeln. So, hier wieder. Und da ist auch schon die Spielmesse. Ich hoffe, das macht sich jetzt ein bisschen bemerkbar. Ja, also wie gesagt, also unser Highlight war dann der Pfeifen-Heinrich. Das ist so eine Art Sprühding. Das zündet man halt an. Da ist ein Gesicht drauf, das leuchtet. Dabei gibt es Pfeifen und Funkenschlag und sowas. Ist auf jeden Fall super lustig gewesen. Aber ja, nach dem 2 Stunden Silvesterparty, wo man dann irgendwie so tief gefroren wieder nach oben kommt, dann ja, als man wieder warm wurde, wurde man müde, dann ist man so gegen 4 schlafen gegangen. So war es bei mir gewesen. Irgendwie nicht so spannend. Irgendwie, ich glaube einfach, wir waren zu lange unten, weil, wie gesagt, man steht da in der Kälte, friert sich den Arsch ab, kommt nach oben in die Wärme und in dem Moment, wo der Körper aufwärmt, dann wird er auch müde. Ja, gut. Kurz nochmal eine Presseanfrage akzeptieren, das lese ich jetzt hier mal nicht vor. Was will er machen? Ja, mehr Spielwelt Design, mehr Engine. Ja, mehr Engine normalerweise. Ich habe es jetzt mal anders gemacht, oder? Weiß es gerade gar nicht. So, oh mein Gott. Irgendwie ist es gerade total komisch, weil hier passiert irgendwie gerade so viel. Ich komme gar nicht mehr richtig hinterher. Aber ich lasse mal alles so, wie es war jetzt, weil ich bin gerade bei meinen Gedanken überall und irgendwo. Will euch eigentlich was von meinem Silvester erzählen. Aber ich weiß ganz genau, dass die Undankbaren unter euch dann die ganze Zeit wieder rummeckern. Ey, du laberst zu viel, spiel mal mehr. Ich will hier keinen Podcast sehen, sondern ich will das Spiel sehen. Ja, aber darüber rege ich mich jetzt nicht auf. Lieber versuche ich noch irgendeine Silvester-Anekdote zu bringen, aber mir fällt auch gerade irgendwie keine ein.
Wir haben Munchkin gespielt, wir haben viel Milch getrunken, wir haben uns ein leckeres Suppenbuffet gekocht mit sehr vielen Eintöpfen und Suppen. Das war super, super lecker gewesen. Ja, ich habe ja die 107er-Jungs bei mir gehabt, also Gabby und Mitch und die Frau von Mitch. Das war sehr, sehr lustig gewesen. Draki war auch mit dabei. Ja, aber irgendwie halt alles total schnell vorbei. Oder kommt das vielleicht davon, weil man älter geworden ist? Ist es dann wie mit Weihnachten alles nicht mehr ganz so spannend? Ich weiß es nicht. So Spielweltdesign macht man lieber ein bisschen weiter runter. Ist irgendwie eigentlich gar nicht so wichtig, weil es dann auch eine Simulation noch mit ist. Über die Grafik höher schrauben. Ja. Ist ja eine Action-Simulation. Keine Ahnung, ob eine Action-Simulation überhaupt funktioniert. Das werden wir dann gleich herausfinden. Boah, schon 220 Bucks. Ich glaub's bald nicht mehr. Aber ein super Hype. Wir können doch mal eine große Kampagne anleiern. Nee, immer eine kleine. Ist nicht gleich ganz so teuer. So. Ui, ja, Spiele mit neuen Themen, da haben wir doch was, hier eine Lebens-Action-Simulation, wenn das nicht mal ein neues Thema ist. Oh Mann, ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, das wäre ziemlich cool, was ihr so dieses Silvester alles erlebt habt. Habt ihr vielleicht eine coolere Anekdote als ich? Bei mir ist es nur der Five-Meinrich, was irgendwie ziemlich uncool ist. Vielleicht ist ja bei euch was Spannenderes passiert, wenn ja, schreibt es doch in die Kommentare auf gronkh.de beziehungsweise in meine Videokommentare. So, jetzt haben wir das Spiel hier fast fertig. 2014, das Spiel zum Jahr. Hier gibt es alles von Finanzkrisen über Vogelgrippen bis hin zu Bildungslücken, über Polizeiterror, Datenklau, Staatsspionage, Volksspionage, alles mit dabei, was sie kennen und lieben. 2014, das Spiel. Ja, am Ende sterben alle. Das ist das Ende. Schon gespoilert. 2014. Danach sind wir alle tot. Von der Politik in den Wahnsinn getrieben, zerfleischen wir uns gegenseitig. Ist ja auch ein Actionspiel, wenn man dann so gegen die Staatsgewalt vorgehen will als Demonstrant. Oh Mann. So, ja, wir haben jetzt unsere Marketingkampagne haben wir jetzt gemacht. Gott, ein AAA-Spiel. Die sind alle schon wieder fertig hier. Das gibt's ja nicht. Okay, hauen wir raus. 2014, das Spiel zum Jahr. Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Levelaufstieg in Grafik, 3D-Grafik, V7. Christian Robertson, Brenda Rathbate und Jane Lean. Sowie Leveldesign. Heißt, die wollen jetzt alle auch mehr Geld haben. Ja, dann schauen wir mal, ob es sich auch gelohnt hat. Ob wir jetzt hier auch mal ein gutes Spiel hingelegt haben. Ja, eine nette Erfahrung. Hm, irgendwie nicht so. Ja, also ist jetzt nicht super schlecht. Meine 7, damit kann man auf jeden Fall Geld verdienen. So, ja, eine glatte 7. Ja, wenn das Jahr 2014 auch mal eine glatte 7 werden würde. Aber wir verkaufen einige Games. Also, ne, das läuft gerade ganz gut. Ja. Und einen großen Messestand jetzt auf die Games, Games, Games. Das Schöne ist, wenn wir jetzt nämlich auf die Messe damit gehen, haben wir noch eine geringe Chance, die Verkäufe nachhaltig nochmal zu boosten. Oh Gott, ihr seid schon wieder alle fertig. Das heißt, ich schicke euch schnell mal in den Urlaub. Nein, nicht entlassen. Oh, manchmal dauert das so ewig lange, bis diese Dinger verschwunden sind. Ich glaube, dass das Spiel jetzt irgendwie so technisch bei mir an seiner Höchstleistung angekommen ist. Nein, das ist schon die Messe. Ich wollte doch, vor der Messe wollte ich sie doch alle weggeschickt haben. Ja, wir sind am Start mit 2014, das Spiel zum Jahr. Und ich habe das Gefühl, ich müsste bald mal eine neue Konsole rausbringen, denn ich glaube, die alte ist schon eine Weile jetzt, eine Weile am Start. So, du auch noch in den Urlaub und du auch noch mal. Und danach machen wir weiter mit Training. Jetzt gehen nämlich die Verkäufe hier noch mal ein bisschen hoch. Das ist halt auch die Auswirkung der Messe, aber hat sich dann jetzt nicht so lange durchgesetzt. Hm. Ja, 2014 verkauft sich schleppend. Niemand will dieses Jahr haben.
Immerhin 5 Millionen, naja, gut. Guti, dann machen wir bei dir jetzt ein bisschen Training. Du kriegst auf jeden Fall den Boost. So, das machen wir jetzt, glaube ich, mich mal bei allen. Mal eine Runde, dem mal... Och, dieses ewige... Und manchmal ist das wirklich schon sehr nervig, wenn hier so viele Fenster aufgehen. So. Ihr habt ja eh schon ewig geschrieben, ich soll hier jeden Mal einen Boost geben. Und ja, deswegen gibt es jetzt hier auch Boost, Boost. Kann ich mir auch leisten, so viele Punkte habe ich. Das kostet mich gerade nur ein bisschen Geld, aber auch eigentlich nicht so viel Geld. So. Udi, was mache ich? Für mich gibt es auch noch ein bisschen Ausbildung, nämlich nicht Forschung. Ja, erstmal auch ein Boost bei mir noch. Booster sind ein wirksames Mittel, um die Leistung deiner Mitarbeiter kurzfristig zu steigern. Es ist am wirksamsten, sie strategisch während der Spieleentwicklung oder des Trainings einzusetzen. Booster müssen aufgeladen werden, bevor du sie nutzen kannst. Du kannst einen Booster aktivieren, sobald der Aufladeprozess abgeschlossen ist. Aber du kannst auch ein wenig länger warten, um die Wirksamkeit des Boosters weiter zu verstärken. Gut. Sie lädt gerade ihren Booster, aber sie macht nebenbei noch mal ein bisschen... Techno-Training. So, bei dir gibt es auch nochmal eine Runde trainieren. Wenn ja auch alle hier besser werden, darf man nie vergessen, seine Leute zu trainieren. Weil ansonsten, oh, ich könnte jetzt alle schon auf Boost Max bringen. Aber ich bleibe erstmal dabei, sie alle auszutrainieren. Ich frage mich, ob es da, ob es hier ein Ende gibt, ob die irgendwann mal eine Punktzahl erreicht haben, wo sie sich nicht mehr steigern können, das frage ich mich gerade. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Ahnung habt von Game Dev Tycoon, ja, können die Leute irgendwann mal ein Maximum erreichen oder kann ich die bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter trainieren? Weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall mit mir selbst nochmal Kurse für beide Bereiche. So, und ihr könnt mal ein bisschen was erforschen, denn wir haben ein bisschen was. So, ein Software Development Kit. Dynamische Quests werden erforscht. Wir können jetzt mal dieses ganze Stereo-Dingsbums hier, stereokopische 3D mit reinnehmen. Wir können realistische Körpersprache mit reinnehmen. Wir können endlich mal Minispiele erforschen und die Unterstützung für Visorius. Und ich habe noch ganz viele Forschungspunkte. Muss sagen, der Laden läuft hier ja auch richtig, richtig gut. Aber ich habe noch nicht mein Ziel erreicht, ein MMO zu entwickeln. Das kommt ja dann auch in den nächsten Folgen. Ich hoffe schon ganz bald. Und ja, oh, Psycho. Ein Psycho-Spiel können wir erforschen. Ich mache mir jetzt mal den Witz und erforsche jetzt einfach mal alles, was es hier gibt. Einfach, um alles erforscht zu haben. 2014, das Spiel zum Jahr, wurde vom Markt genommen, 7,15 Millionen Stück verkauft, 128 Mille hat es eingebracht. Ja, ebenso wie das Jahr 2014 ist auch das Spiel ein wirtschaftlicher Mittelmäßigkeitsflop. So, Zeitreise als Thema. Oh, Zeitreise, habe ich eine Idee. Eine Idee, die ich dann auch recht zeitnah umsetzen werde. Aber wir machen erstmal weiter und erforschen Essen. Wir erforschen Puzzle. Erstmal alle Themen jetzt hier mal durch erforschen. Jetzt habe ich ja die nötigen Punkte. Und so viel braucht das ja jetzt auch nicht hier. Wenn man ehrlich, das kostet mich immer nur einen Zehner. Oh, es gibt ein spezielles Werwölfe-Spiel. Vielleicht hat dann Werwölfe gegen SS-Omas nochmal eine Chance, wenn wir es als Werwolf-Spiel aufsetzen, nicht als Dark Fantasy. Das könnte man auch mal in den nächsten Folgen mal ausprobieren. Dann haben wir jetzt noch Mecha erforscht. Dann Astronauten. So, dann als nächstes Psychodrama. Thriller, Schach. Mensch, all die guten Sachen hier. So, Schach. Schachmatt. Oh, es gibt einen Trend zu Strategiespielen. Ist mir jetzt gerade egal. Ganz ehrlich, weil ich will jetzt hier erstmal alles mal durch erforschen.
Oh Gott, ist das noch viel. So, Dinosaurier. Oh, da können wir auch noch was so Schönes mit anstellen. Machen wir ja nicht immer dieselben Sachen. Das ist ganz gut. Steampunk. Ach, ich liebe Steampunk. Ich glaube, ein paar Sachen hat hier der Fitch Inks mit hinzugemacht mit seiner Mod. Ich weiß aber noch nicht, ob die Mod bereits öffentlich ist, ob ich euch da einen Link zugeben darf zur Fitch Inks Mod. Sind ja auch noch einige kleine Fehlerchen drin, nicht viel, nichts Schlimmes, aber ne, das muss er ja dann entscheiden. Ein Märchenspiel, ein Bösewichtes-Spiel können wir auch noch hier erforschen. Hentai! Das ist auf jeden Fall was von Fitch Inks. Oh Gott, da habe ich doch eine ideale Spielidee. Also bei Hentai wird es auf alle Fälle eine Version geben, irgendwie, keine Ahnung. Hentai ist ja japanisch und heißt pervers und wird ja meistens in Zusammenhang mit japanischen Anime-Pornos oder Manga, also eigentlich mehr mit Anime-Pornos verwendet. Hentai, ja, quasi schmuddelige Filme als Zeichentrick an Anime und so, Krims. Können wir auch noch so coole Spiele draus machen, irgendwie Tokyo Hentai Hitler oder sowas. Ja. Und zwar habe ich ja gesehen beim Sam Sarazar, der hat jetzt ja so ein paar, also ich will nicht sagen Nazi-Witze, Nazi-Witze ist zu viel, aber die haben halt so ein paar Späßle gemacht und da waren halt auch so ein paar, ja, Ulk-Nazi-Sprüche mit drin gewesen. Das kam irgendwie bei einigen Leuten sehr, sehr böse an, wobei ich damit dazu sagen muss, sollte ja irgendwie jetzt jeder wissen, dass der Sarazar und so, dass das keine Nazis sind. Deswegen finde ich das halt auch ein bisschen peinlich, wenn dann einige irgendwie sowas drunter schreiben wie Sarazar, du Nazi. Und das dann auch noch ernst meinen, wo ich mir denke, hallo, man wird doch wohl mal einen Witz machen dürfen. Natürlich hat alles seine Grenzen, auch Humor hat seine Grenzen. Aber wenn man nicht mal Nazi- oder Hitler-Witze machen darf. Oh, Moe. Ja, sehr gut, das ist jetzt wirklich anime-mäßig. Moe. Es sind, glaube ich, kleine Mädchen oder sowas. Ich weiß es gerade nicht so genau. Aber wenn man nicht mal einen Hitlerwitz machen darf, dann finde ich, was soll man doch noch für Witze machen irgendwie? Das ist ja dann schon sehr, sehr prüde, will ich sagen. Wir machen alle Porno-Witze, wir machen alle Penis-Witze. Wenn einer einen Hitler-Witz macht, dann ist er gleich ein Nazi. Finde ich immer ein bisschen engstirnig gedacht, weil, ganz ehrlich, wie kann man sich besser mit solchen Leuten, mit Nazis auseinandersetzen, als sich über sie lustig zu machen und einen lustigen Hitlerwitz zu bringen, zeigt doch eigentlich manchmal nur, wie niveaulos und wie dumm eigentlich Nazis sind. Und deswegen, finde ich, kann man sowas bringen. Und deswegen gibt's ja auch bald das Spiel Hentai Hitler. Ah, dass ich mal gehört habe, weil, wenn man nämlich sich mal so japanische Serien anguckt, habe ich nie gemacht, aber YouTube-Videos davon gesehen, dann sieht man da ganz oft, dass da immer irgendwie Hitler drin vorkommen, weil für die Japaner ist Hitler immer der Inbegriff des Bösen und deswegen, wenn da denen ihre Superhelden dann auch mal gegen irgendeinen Superbösen kämpfen, dann ist da auch ganz plötzlich auch mal so ein Hitler-Typ dabei. Und deswegen darf man auch Hitler-Witze machen, meiner Meinung nach. Solange man sie natürlich als Witze sieht und nicht als bitteren Ernst. Und dann ist es auch kein Problem, wenn hier auch mal einer von uns sowas macht. So übermäßige Gewalt, das möchte ich mit drin haben. Oh Gott, die Folge wird gerade schon echt ziemlich lang. Oh Gott, was ich heute alles geschafft habe. Aber ich bin bald durch hier. Banküberfall. So. Weltuntergang, oh, das ist super. Oh, ich frage mich gerade, welche Sachen davon alle vom Fitch Inc. sind. Das kann er ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß ja, er guckt zu. Es gibt die Kategorie Assassinenspiel. Da können wir auch noch so viel draus machen. Höhlenmenschen. Oh Gott. Dungeon gibt's auch noch. Gott, ihr seht mich gerade echt dabei, wie ich hier wirklich nur so dumm klicke. Edgy! Edgy ist auch cool. Edgy, das ist auch cool. Haha. Edgy ist quasi die Light-Variante von Hentai. Also ihr kennt doch bestimmt diese Animes oder Mangas, wo ständig Höschen zu sehen sind oder mal ein paar Brüste. Wo es also nicht richtig zur Sache geht, wo aber so ein bisschen so Akterotik mit drin ist. Das nennt sich Edgy auf Japanisch. Haben wir jetzt auch mit dabei. Dann machen wir dann Edgy Goebbels oder sowas. Hentai Hitler und Edgy Goebbels. Ja. Gerüchten zufolge soll Hitler ja ein Pädophiler gewesen sein, also müsste das dann auch ein Moe-Spiel sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Chirurgie, Point and Click. Mensch, wir sind dann echt gleich hier fertig. Mal alle Themen dann erforscht. Themenpark, nein, ich wollte erstmal hier. Was ist denn mit der Eroge? Wusste ich irgendwie schon letztes Mal nicht. Eroge. Was ist denn das?
Müsste ich mal nachlesen. Und ihr schreibt es mir in die Kommentare rein. Labyrinth. Gott, die wollen alle in den Urlaub. Ihr habt doch nichts gemacht hier, außer ein Jahr lang. Erstmal hier alle möglichen Sachen erforscht. Dämonen. Oh Gott, das wird jetzt eine Überlänge-Folge. Bin schon bei fast 20 Minuten. Alles hier noch nicht komplett fertig erforscht. Kann man das nicht mal ein bisschen schneller machen? So slash alles erforschen oder so. Ich will das schaffen, meine persönliche Quest hier heute alle Kategorien zu erforschen. Überleben zum Beispiel. Oder können wir sowas wie DayZ oder so mal draus machen. Berühmtheit. Oh, dann machen wir den Let's Play Simulator. Oh, da habe ich so viele Ideen gerade in meinem Kopf. Polizei. Ja, Bullenstaat. Genau, unser altes Spiel Bullenstaat. Das können wir wieder zurückholen, den Polizeisimulator. Mit irgendwelchen total abgefuckten Prügelbullen. So, Motorräder. Apokalypse. Apokalypse Now. Können wir umdrehen. Now Apokalypse. Gewalt. Ich finde, das ist das Schwerste, wenn man ein Let's Play zu Game Dev Tycoon macht. Immer diese Ideen haben für coole Spieletitel, dass man nicht immer irgendwie was ganz Langweiliges nimmt. Wie, keine Ahnung. Ich mache jetzt Diablo. Nenn das Spiel auch Diablo. Wäre total langweilig. Wir irgendwas Cooles haben. Alternative Welt. UFOs. Terroristen. Ja, brutale UFO-Terroristen. Das wären Gegner für unsere Werwölfe, wenn sie endlich mal gegen die SS-Omas angekommen sind. Ist ja auch sowas. Ich meine, SS-Omas, da macht man sich natürlich auch so ein bisschen über Nazis lustig. Ist doch völlig in Ordnung, sich über Nazis lustig zu machen und einen Hitler-Witz oder Nazi-Witz zu bringen, solange er nicht irgendwie alle Grenzen des guten Geschmacks sprengt. Damit macht man sich auch super über Nazis lustig, möchte ich jetzt hier mal erwähnt haben. Und, oh mein Gott, Götter, eine Göttersimulation. Können wir auch machen, auch was Schönes, macht auch mal wieder Spaß. Ein Rennsportspiel. Habe ich noch gar kein Rennsportspiel in dieser Session gemacht? Gott, bin ich langweilig. Magie. Der Harry Potter Simulator. Oh, jetzt werden sie langsam ein bisschen schwach hier auf der Brust. Ich muss beeilen. Ein Spionspiel, nämlich mit James Blunt. Ein Fischespiel. Und das letzte Spiel, was es zu erforschen gibt, die letzte Kategorie, Ärzte. Dann erforschen wir das Spiel zur Band Die Ärzte, das Spiel. So, damit hätten wir auch alle Kategorien jetzt gleich erforscht. War gespannt, ob es dann ein Achievement gibt für alle Kategorien. Ja, ihr seht, alle sind jetzt hier schon ziemlich schwach auf der Brust, mussten sehr viel arbeiten, aber wir können mal boosten hier. Boost! So. Und die letzte Kategorie, ja, alles erforscht. Wird ja auch eigentlich keine Option mehr zum Erforschen haben, doch. Aber alles erforscht. Ist alles da. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier ganz schön was geschafft heute. Haben jetzt hier nämlich alle im Spiel verfügbaren Kategorien erforscht. Haben dabei auch ein bisschen Geld verloren, aber zum Glück nicht so viel. Ich schicke euch jetzt mal alle hier noch in den Urlaub. Dann mache ich ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Dann hoffentlich endlich mit unserem MMO oder mit einem anderen coolen Spiel. Ich habe gerade 1500 gute Ideen, die will ich alle noch umsetzen. In diesem Sinne, liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles Tolles zu Silvester erlebt habt. Und wir hören uns dann wieder. Bis dahin, haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.